Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen Tag. Edrin ist wieder am Start und zwar in der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal um was mega Spannendes und zwar um eine Requisite aus einem Film. Und zwar die Wandernde Erde Teil 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor ein paar Monaten kannte ich das Gerät hier an der Stelle auch noch nicht. Jetzt an der Stelle gibt es aber auch eine Filmrequisite im Powerbank-Format und zwar maximal 130 Watt Output und ich glaube so ungefähr 70 Wattstunden müssten sich da drinnen befinden. Das heißt, wir gucken mal hinten gerade drauf, 69,12 Wattstunden, so ist es. Das ist der Internet Host Key, eine Powerbank, welche teilweise aus Metall und teilweise aus Kunststoff besteht. Und jetzt kommt der Hammer. Übrigens, kleiner Spoiler, die Wandernde Erde Teil 1 ist gerade auf Netflix seit 2019 im Stream. Das heißt, der zweite Teil, der ist aber noch nicht irgendwo auf Streaming-Plattformen abrufbar. Wer das irgendwie besser weiß, kann es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So, worum geht es jetzt hier eigentlich? Eine Powerbank, aber ein Internet-Host-Key. Was soll das jetzt hier eigentlich? Also der Internet-Host-Key, so wie er jetzt hier benannt wird, das ist der Name dieser Powerbank. Und das Coole daran ist, das kommt von der Firma Charge. Vielleicht kennt das keiner, weil die Firma Charge vorher Charge Geek hieß und sich sozusagen jetzt umbenannt hat. Und guckt euch das an, so funktioniert das hier also. Aha, aha, das ist ja interessant. Guck mal hier, normalerweise, wenn das hier weg wäre, würde euch das Ganze so präsentiert werden. Das ist ja mal eine nice Verpackung. Geil. Also aufklappen und es kommt euch direkt entgegen. Jetzt muss man aber großer Film- und Nerd-Fan sein, wenn man so eine riesengroße Powerbank natürlich außer der Reihe mit sich herumschleppt, wird man sich wahrscheinlich fragen. Warum sollte man das tun? Das ist einfach ein Sammlerstück, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich versuche es mal hier relativ schnell rauszubekommen. Es ist auch wirklich massiv gebaut. So, da sieht man es nochmal. Und da steht eine Zivilisation ohne Menschen. Das wäre dann also eine schlechte Wahl. Worum geht es in The Wandering Earth 1? In dem ersten Teil des Films schlicht und ergreifend geht es darum, dass die Erde mit dem Jupiter irgendwann mal kollidiert. Und das soll natürlich aufgehoben werden. Deswegen gibt es natürlich auch einen zweiten Teil. Schaut ihr euch auf Netflix an der Stelle an. Wenn ihr das möchtet, dann wisst ihr auf jeden Fall direkt, worum es geht. Also es ist ja keine Serie, es ist eigentlich nur ein Film. Deswegen muss man sagen, guckt euch den Film von mir aus an und dann werdet ihr sehen, was euch da erwartet. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz rein. Wir haben hier eine Silikonstopfeneinheit und hier ein Metallelement. Das Metallelement, soweit ich gelesen habe, gibt es nur bei der 130 Watt Version. Das heißt, wir haben hier die SP130A. Ich habe hier die 130 Watt Version, die natürlich dementsprechend größer ist als die 40 Watt Version, die es ansonsten nur so in begrenzter Zahl gibt. 72 Wattstunden aufgerundet, beziehungsweise 69,12 Wattstunden minimal sind drin. Und wir sehen jetzt hier, wir können maximal die 5 Ampere rausziehen. Das heißt, wir haben hier einen USB-C-Input, beziehungsweise Output, der natürlich mit 100 Watt liefern kann. Was aber auch cool ist, wir haben hier noch ein eingebautes Kabel. Das ist schon mal echt praktisch. Dann habt ihr sozusagen den Host, ja, den ihr direkt an eure Nintendo Switch anschließen könnt, an euer Tablet, Smartphone, Laptop, was weiß ich. Und maximal 100 Watt gehen hier rüber raus. Wenn ich beide Ports gleichzeitig benutze, habe ich hier 100 Watt. Und natürlich hier über den anderen USB-C-Port habe ich dann nochmal 30 Watt. Deswegen kommen wir auf 130 Watt insgesamt. Jetzt gucken wir uns erstmal die Details an. Man sieht hier schon, das sieht aus wie, sind das SIM-Karten oder sollen das Micro-SD-Karten sein? Es ist auf jeden Fall viel drauf gedruckt. Das ist der einzigste metallene Bereich. Ansonsten geht das hier direkt ins Kunststoff über. Und wenn ihr das so seht, USB-C 2, ah ja genau, das hier ist die USB-C 2 Version. Die kann also nur 30 Watt. Und diese Version kann dann 100 Watt. Daran können wir es schon mal gut erkennen. In den Details gucken wir mal ganz kurz. Hier steht es drauf, maximal Charge mit 5 Ampere. Das sind 20 Volt mal 5 ergibt 100 Watt. Also 20 Volt mal 5 Ampere sind 100 Watt maximal. Und dann ist das Ding schon weiter durch. Hier auch ziemlich gut gemacht. Charge Internet Host Key Powerbank. Und da sieht man das alles, die ganzen Versionen werden hier unterstützt. Da ist auch nochmal die 100 Watt plus die 30 Watt direkt dabei. Und hier steht es aber auch nochmal direkt dabei. 100 Watt plus 25 Watt geht natürlich auch, je nachdem, was gerade so Phase ist. 11.000 mA bei 5 Volt kriegen wir dabei hinaus. Und das wäre dann auch das mit den Wattstunden, was angegeben wäre. Und zwar einmal die 72 bzw. 69,1 Wattstunden. Werden wir uns natürlich nochmal anschauen. Was auch nicht fehlen darf, ist selbstverständlich der USB-A-Output. Der USB-A-Output ist natürlich auch gut, dass wir darüber die ganzen Fähigkeiten schnellladefähig natürlich interagieren lassen können.
So, hier, das ist nur so draufgedruckt, das ist also nicht echt. Sieht so ein bisschen aus wie eine SNES-Konsole, so von dem Grau her, wenn man das so möchte. Aber was jetzt wild ist, und da musste ich tatsächlich nochmal auf dem Indiegogo-Protokoll nochmal nachlesen, ist das jetzt wirklich der Fall? Tatsächlich, hier schaut mal ganz kurz drauf, im Film The Wandering Earth 2 speicherte Internet-Hoski 30.000 zufällige Server-Startkennwörter, die der Schlüssel zur Rettung der Erde sind. Charge hat daraus eine Bildschirmanimation generiert. Und das Ganze müssen wir uns jetzt mal anschauen, wie das jetzt direkt funktioniert. Das heißt, wir müssen sie natürlich erstmal einschalten. Ich hoffe, sie kommt nicht leer daher, dann muss ich sie erstmal aufladen. Also sie ist tatsächlich nicht leer. Ich musste das erste Mal allerdings jetzt Strom drauf geben. Und das funktioniert, indem ihr jetzt hier an der Seite natürlich einmal ganz kurz per USB-C ein wenig Ladung reingebt. Und dann sieht das Ganze so aus. Hier sehen wir die anzulaufende Zeit noch. Dann haben wir die Output Watt, die Input Watt und SOC in Prozent. Das heißt, die SOC ist natürlich, wie viel Prozent hat der Akku. Wir können jetzt hier erstmal so drauf gehen. Der generated jetzt hier 30.000 Passwörter immer wieder durch. Und das sieht soweit erstmal ziemlich genial aus. Wenn ich jetzt hier direkt auf Load gehe, dann sehe ich alles weitere, und zwar die 55%. Hier oben steht es nochmal direkt drinnen. Das sind die 55%, die direkt nochmal inklusive in der Powerbank jetzt sind, wie sie kommt. Da steht es auch, The Wandering Earth wird nochmal hervorgehoben. Wenn wir jetzt hier auf Confirm einmal ganz kurz drauf gehen, haben wir eines der vielen Passwörter, um die Erde natürlich dementsprechend zu retten. Was natürlich cool aussieht, wenn ich auf Generate gehe, dann läuft er hier unendlich weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so eine krasse Display-Powerbank, so mit dem spezifischen Movie-Element, habe ich auch noch nie gesehen. Das muss man sagen, hat jetzt nur den Sinn und Zweck, wenn wir jetzt hier auf Confirm gehen, dann haben wir immer wieder verschiedene Passwörter, die natürlich dementsprechend dadurch Animationen gespeichert wurden und wie gesagt von Charge hinzugefügt wurden. Was natürlich fetzig ist, dass Charge natürlich auch noch viele weitere Powerbanks in so einem Design rausbringt und rausgebracht hat schon in der Vergangenheit. Hier habt ihr mal so ein kleines Schmankel, was jetzt hier gerade so inklusive war, dass man direkt mal einen Blick direkt drauf werfen kann. Und hier ist nochmal direkt der QR-Code, da könnt ihr nochmal scannen, um natürlich zu den einzelnen Seiten zu kommen. So, jetzt haben wir uns die SPI 130 direkt erstmal angeschaut. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier immer wieder neue Passwörter raushauen lassen möchte, die ergeben natürlich keinen Sinn, aber es ist einfach für den Filmfan gar nicht mal so schlecht. Und ihr seht das hier, jedes Mal geht wieder was, und wenn ich auf Generate gehe, dann hört er einfach nicht auf. Und das ist schon echt mega krass. Stell dir mal vor, du hast das Ganze bei dir nur so im Regal stehen. Nicht mal als Powerbank, und das Ding läuft die ganze Zeit. Was müssen da die Leute denken, die jetzt gerade erstmal so reingekommen sind? So, wir machen jetzt aber Folgendes. Wir wollen erstmal wissen, wie viel gehen hier natürlich in die Powerbank rein. Das heißt, ich werde mir jetzt ein 100 Watt Charging-Gerät nehmen und dann werden wir mal gucken, was wir da so auslesen können. So, ich habe erstmal alles Wichtige ins Bild geholt, ein 100 Watt Ladegerät und natürlich gleichzeitig hier auch nochmal mein Strommessgerät. So, wir gucken mal rein, gehen mal direkt auf Watt. Ich habe auch noch hier direkt ein kleines USB-C-Messgerät. Wir machen Folgendes, wir drücken das Ganze hier rein. Und wollen natürlich sehen, was hier natürlich so passiert. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten, das ganze Geschehen hier nachzuvollziehen. So, müsste es eigentlich ganz gut sichtbar sein. Und da sehen wir oben rechts, das Strommessgerät geht jetzt auf über 70 Watt gleich hoch. Ne, 68, da bleibt es erstmal ganz kurz stehen. Und hier unten seht ihr es ja auch. Wir laden jetzt gerade mit 63 Watt hier hinein. Das heißt, wir sind jetzt bei 55%. Das ist jetzt hier... Wir gehen mal ganz kurz ran. Da seht ihr es. 55%. Ja, das ist ein bisschen schwer, wenn man nicht weiß, was los ist. Input in Watt. Und wie lange dauert es, bis das Ding wieder voll ist? Remaining Time, ungefähr eine halbe Stunde, also 0,5 Stunden, sind ungefähr 30 Minuten. Jetzt lädt er erstmal ganz langsam mit ungefähr 60 Watt hier rein. Jetzt ist die große Frage, woran liegt es? Denn normalerweise sollte ja USB-C 1 eigentlich... etwas schneller laden, es sei denn, ich bin gerade auf dem Holzweg, wir warten mal. Das Schöne daran ist, ihr habt gesehen, 60 Watt wurden hier angezeigt, wurden da angezeigt und werden jetzt hier auch angezeigt. Also wir verbrauchen jetzt ungefähr 8 bis 9 Watt mehr, 70 Watt verbraucht das Ladegerät, davon werden 61 Watt ungefähr hier hineingeladen, das heißt 8 Watt nimmt sich jetzt hier das Sendo-Ladegerät. Und wir gucken natürlich nochmal ganz kurz hinten drauf, weil wir das natürlich nochmal wissen müssen. Hier haben wir USB-C
1 und USB-C 2. Wir wollen Input wissen. USB-C 1 Input. Ah nee, tatsächlich waren nur 20 Volt, 3,25 Ampere. Das heißt, es passt. Also 65 Watt Input. Darüber können wir reinladen. USB-C 2 könnte sogar nur 30 Watt aufgeladen werden. Das werden wir gleich überprüfen. Also daran sehen wir schon, okay, passt also doch. Wenn ich jetzt hier ganz kurz einmal so drauf schaue, habe ich jetzt hier, warte, ich muss wieder auf Load gehen. Ja, wir sind schon bei 57% und wir sind bei ungefähr 60 Watt, 61 bis 62 Watt, halbe Stunde, bleibt auf jeden Fall dabei. Gut, haben wir gesehen, also nur 65 Watt Input, leider. Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, weil 65 Watt Input bedeutet auch noch, dass das Ding in ungefähr einer Stunde vollgeladen ist. Jetzt machen wir diesen hier und ihr seht, hier dürften wir eigentlich nicht über die 30 Watt drüber gehen. Wir sind bei ungefähr 27 Watt. Genau, da kommen wir an. 57%, 27 Watt gehen hier rein und 1,1 Stunden dauert es. Das heißt, hier seht ihr es auch, da ist sogar die Effizienz etwas besser. Je weniger die Ladung ist, desto besser ist es. 27,5 gehen rein und 32 werden verbraucht. Also ungefähr 5 Watt, was sich jetzt der Sendor Charger da genehmigt. Okay, ihr habt es also gesehen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, 65 Watt hier reinzuladen, 30 Watt da reinzuladen. Das ist schon mal ganz gut. Wenn wir jetzt das Gerät noch mal ganz kurz umdrehen, haben wir über den USB-C 1 bzw. USB-C 2, wie man das jetzt hier so sieht, die Möglichkeit, natürlich den Strom auch wieder rauszunehmen. Das heißt, über USB-C 1 und 2 müssten ja 100 Watt rausgehen plus 30 Watt. Also 30 Watt gehen hier raus. Und die 100 Watt, die kommen dann hier aus der Stelle auch nochmal raus für, wie gesagt, Laptops oder dergleichen, was ihr damit befeuern wollt. MacBooks, die laden dann ultra schnell darüber auf. Und wir gucken uns natürlich auch nochmal den USB-A-Port jetzt direkt an. So, ich kann euch den Spaß jetzt mal so direkt zeigen. Und zwar habe ich jetzt hier ganz einfach mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit genutzt und nehme jetzt hier dieses kleine Gerät, also die Wandering Earth Powerbank und pumpe von da nach da in die Anker jetzt gerade Strom rein. Und das funktioniert gerade, wie man so sehen kann, mit 88,5 Watt ungefähr ziemlich gut. Die lädt sich jetzt hier auch gerade auf. Es dauert noch ungefähr 8 Minuten, dann wäre die voll. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir jetzt hier einmal drauf drücken, geht das Display natürlich aus, aber die Powerbank lädt natürlich dementsprechend weiter. Wir lassen das mal so stehen. Hier seht ihr das Ganze ganz gut. Wenn ich jetzt hier direkt wieder drauf gehe, haben wir jetzt hier Output. Und bei Output muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt sieht man Output Watt. Input Watt wird natürlich gerade nicht geladen, 55%. Aber auch hier, schwierig jetzt abzulesen, auch für mich, 0,39 in dem Moment. Okay, hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Aber ich denke mal, es ist so, 0,3 ist die Laufzeit, wie lange sie das noch durchhalten würde. Und es sind 92,13 Watt, die jetzt hier rausfließen. Das ist echt verwirrend. Also da muss man ganz genau drauf schauen. Guckt euch das an hier. Dadurch, dass hier kaum noch irgendwelche Kommazahlen zwischen sind, ja, da 0,3 ist die Laufzeit, 92 Watt. Und von den 92 Watt gehen jetzt 88 hier hinein. Also wird nicht ganz perfekt umgewandelt. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir drücken jetzt einfach mal hier den hier noch rein. Mal sehen, was da passiert. Ob wir jetzt gleich was erkennen können. So, die wird jetzt aufgeladen. Ja. Und was macht sie jetzt? Jetzt ist es auf jeden Fall schwierig gerade, weil die Powerbank jetzt wahrscheinlich nicht so richtig weiß, was los ist. Input Watt, okay, da steht's, 26 Watt, die zieht sie sich jetzt hiervon. Aber wir haben anscheinend kein Pass-Through. Guckt euch das mal an hier. Das heißt, wenn ich hier mit 30 Watt da reinlade, kriege ich nicht gleichzeitig Energie rausgeladen. Das ist natürlich schade. Wir können jetzt mal Folgendes probieren, und zwar gehen wir jetzt mal hier in mein Smartphone. Nein, da passiert tatsächlich nichts. Es wird nicht geladen. Aber wir kriegen jetzt hier zu sehen, die Display Powerbank lädt jetzt rein mit 5 Volt und 2,3 Ampere. Das ist trotzdem irgendwie ein bisschen wenig. Ich glaube, das verkraftet sie an der Stelle nicht. Also hier kommt auf jeden Fall gar kein Strom an. Ihr seht das jetzt hier, das ist dasselbe Kabel. Geht hier raus, geht hier rein, aber es passiert nichts. Okay, interessant, sage ich mal ganz vorsichtig. Wir machen jetzt Folgendes und drücken jetzt einfach mal per Ladegerät jetzt hier Ladung rein und wollen die mal rausnehmen. So, da passiert es auch gerade schon. Umgedreht sind es hier wieder die 69 bis 70 Watt, die von hier da reinfließen. Er kriegt hier seine 61 Watt ungefähr ab. Jetzt möchte ich natürlich wissen, müsste doch Pass-Through eigentlich möglich sein. Das heißt, ja, das funktioniert, aber guckt euch das an. Da geht das Ding wieder aus.
Wir laden hier rein, nicht sonderlich schnell, wie es aussieht. 58% und 60 Minuten bis voll, das dauert sehr lange. Also 5 Volt ist das gerade mal, was hier reinfließt. Um das natürlich nochmal erkenntlich zu zeigen, machen wir gleich nochmal hier das Messgerät zwischen. Aber tatsächlich, es funktioniert nicht. Ich kann jetzt aus der hier reinladen. Aber sie kann sich nicht gleichzeitig über das Netzteil wieder aufladen. Und zwar zieht die sich dann nur um die 6 Watt. Das heißt, da passiert irgendwie gar nichts. Wir gehen mal dann drauf auf Load und ihr seht es jetzt hier, da zeigt sie dann auch gar nichts mehr an. Schade eigentlich. Normalerweise müsste das ja funktionieren, aber Passwort ist nicht machbar. Guck mal, jetzt geht sie wieder hier an. Da geht die Wattzahl wieder hoch. Hier geht sie auch hoch. Wenn wir wieder bei 60 Watt gestartet sind, stecke ich den hier mal auf. Und dann sehen wir ja gleich, was Phase ist. Also ich sage, schade, die Technik da drinnen ist jetzt nicht perfekt. Hätte besser sein können. Da kommt gar nichts. Nee, siehst du? Also es wird gar nicht groß geladen. Das zeigt mir nicht mal was an auf dem Display jetzt hier. Aber er will jetzt hier, wie man sieht, er will jetzt hier trotzdem laden. Achso, USB-Adapter, ja, okay. Er will den Host jetzt sozusagen, ja. Gucke hier, es kommen nur 5 Volt, aber keine Ampere. Und er lädt jetzt hier rein. Tja, das ist schon mal sehr schade. Das heißt, das funktioniert also so nicht über dieses Gerät. Jetzt können wir uns höchstens dann noch retten, indem wir sagen, wir gehen jetzt mal hier rein und wollen natürlich wissen, kriegen wir hier Strom raus? Auch das geht nicht. Das ist ein Ding. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Ihr seht es, das Display bleibt dunkel. Hier ist ausgegangen, er lädt nicht mehr von da hier rein. Ich ziehe den mal kurz ab. Und jetzt geht der Strom an, wie ihr sie seht. Das ist ja wirklich ein Witz. Das heißt, wir machen jetzt wirklich Folgendes nur. Ich werde jetzt hier ein USB-A auf USB-C-Kabel dran schließen. Das machen wir jetzt mal. Und dann schließen wir einfach mal jetzt so, weil ich mal Langeweile habe, hier die Anker Powerbank an. Mal gucken, was passiert. Mal sehen, wie viel wir hier bekommen, ob das mehr als 5 Volt sind oder auch nicht. Aber ja, okay, sie fängt an zu laden. 5 Volt und 1,5 Ampere. Ist nicht die Welt, sind 7 Watt. Schade. Und wenn wir jetzt den Spaß einfach mal in die nächste reindrücken, wir wollen das einfach mal durchprobieren, dann müssten wir ja sehen, ob da mehr geht. Ja, ein bisschen mehr, okay. 4,8 Volt bei 2,2 Ampere entspricht jetzt hier 10,6, 10,8 Watt ungefähr, was hier rausgezogen wird, würde noch 6 Stunden durchhalten. Aber so richtig so das Gelbe vom Ei ist das jetzt hier an der Stelle auch nicht. Und jetzt nehmen wir nochmal als letztes den Tester hier, wo ich denken würde, das Maximalste müsste eigentlich hier reingehen. So, die fängt an zu laden. Aber auch hier kriegen wir keine 2 Ampere raus. Das sind so um die 8 Watt. Das sieht man hier ganz gut. Okay, also am Xiaomi-Telefon funktioniert es witzigerweise. China zu China ist dann also doch ein bisschen besser. Wo ich es jetzt aber perfekt rausfinden konnte, ist jetzt hier. Und zwar an dieser Powerbank. Die RAV Power Powerbank, die nimmt sich so gut wie immer 12 Volt, wenn sie aufgeladen wird. Und ihr seht es euch jetzt hier direkt nochmal, oder ihr seht es direkt hier, 11,9 Volt und 1,45 Ampere. Das entspricht dann ungefähr 17 bis 17,5 Watt. Und dann seht ihr das hier, bei 52% hält sie dann ungefähr noch, ja, so um die 2 Stunden. Jetzt habe ich es natürlich einmal angeruckelt und wenn ich das anruckle, dann gibt es natürlich gerne mal hier ein Durcheinander. Das heißt, dann müssen wir den ganzen Spaß nochmal rausziehen. Also der USB-A-Port kann auf jeden Fall, wenn er das möchte, 9 Volt oder 12 Volt. Aber dazu muss halt wirklich dann alles stimmen. Ihr seht es jetzt gerade, in dem Moment live ist sie wieder auf 12 Volt gesprungen. Mit dem Gerät auf jeden Fall kompatibel. Und soweit ist es wirklich nicht schlecht. So, was wir jetzt nochmal machen werden, ist, ich werde die Powerbank nochmal komplett vollladen. Auf 100% hier, auf den Sock 100%. Und dann entlade ich sie und belade sie wieder. Und dann gucken wir uns nochmal an, wie viel kriege ich denn hier maximal raus über den 65 Watt USB-C Output für meinen Windows-Laptop. Das gucken wir uns gleich jetzt im Anschluss an. So, zusammenfassend kann ich jetzt eigentlich bloß noch sagen, also die zeitreisende Maschine ist eigentlich wirklich genial als Powerbank zu nutzen. Wir haben hier allerdings ein kleines Problem und zwar kriegen wir immer so um die 74 bis maximal 75 Wattstunden reingeladen. Also direkt vom Netzteil hier, direkt in den kleinen Wandering the Earth Akku, sage ich mal. Und auf der anderen Seite bekommen wir dann aber auch leider nur immer um die 56 Wattstunden wieder raus. Also ihr habt es hier gesehen, da habe ich entladen, das heißt,
Das Kabel geht hier durch das Messgerät und dann hier direkt in den Laptop rein und lädt ihn jetzt gerade auf. Das heißt, wir haben beim ersten Versuch 74 oder 75 Wattstunden reingeladen, 20 Wattstunden Verlust gemacht, denn 56 Wattstunden wurden entladen aus dem Akku. Beim zweiten Mal auch und jetzt bin ich gerade das dritte Mal mit dem Messgerät nochmal dran und ihr seht es, entladen wird es bei 18,7 Volt, 3,09 Ampere und 58 Watt. Dadurch lädt er jetzt hier direkt rein. Da sieht man es ganz gut. Und ich meine, was halt cool ist, ist halt dieses Wirrwarr an Zahlen. Das finde ich halt ziemlich genial. Wenn wir das natürlich deaktivieren, seht ihr jetzt hier den SOC. Das heißt, von 100% geht er runter auf 96%. Dann haben wir jetzt hier Restzeit 1,16 Stunden und hier, nee Quatsch, 1,1 Stunden. Und das sind die 62,08 Watt, die jetzt aus diesem Akku rausgezogen werden. Denn er schafft leider wirklich nur hier beim Laptop, bei Windows-Laptops, die 65 Watt maximal, also sind so 62 bis 63 Watt. Beim Input, wie gesagt, ist die Powerbank halt ein bisschen lahmer. Das habt ihr ja schon gesehen, da können wir halt wirklich nur mit 62 bis 63 Watt reinladen. Wenn ich aber ein MacBook zum Beispiel anschließe, was ich jetzt nicht hier habe, ist voraussichtlich mit 100 Watt die ganze Entladerate dabei. Und ihr habt es ja auch gesehen, was man auch machen kann. Wir können von Powerbank zu Powerbank entladen. Das funktioniert auch mit knapp 80, 86 Watt so ganz hin und her. Also völlig in Ordnung soweit, finde ich. Natürlich, wie gesagt, ist es einfach nur ein Filmsammler-Gadget und dafür hat man auf jeden Fall eine relativ simple Powerbank drauf rausgebaut. Ich werde das ganze Ding euch unten in der Videobeschreibung mal verlinken und finde es aber ziemlich genial, dass wir hier diese Codes ansonsten noch direkt mit haben, wenn ihr das Ganze jetzt hier so seht. Und das macht auf jeden Fall auch schon Spaß, denn ihr seht es ja, ihr könnt euch einzelne Codes immer wieder anzeigen lassen. Das macht natürlich keinen Sinn, aber im Endeffekt ist es schon genial, denn er konstruiert euch immer wieder neue Codes. Deswegen guckt euch mal Wandering Earth auf Netflix an. Gibt es unten in der Videobeschreibung den Link dazu zum Kickstarter-Projekt. Ich bin an der Stelle erstmal raus. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.